So Leute, da sind wir beim nächsten News-Video für Oktober. Ich glaube, es ist Oktober. Ich habe mir diesmal ein paar Notizen gemacht. Ich werde das ganze Video in drei Teile einteilen. Einmal Flashback, News bzw. Aktuelles und einmal eben der Blick in die Zukunft. Angefangen natürlich mit dem Flashback, was haben wir diesen Monat so alles erlebt. Ich möchte das einfach mal ein bisschen Revue passieren lassen. Vielleicht habt ihr auch ein Video verpasst bzw. YouTube hat euch vielleicht was nicht vorgeschlagen. Wir hatten gerade in den letzten Wochen bzw. den letzten zwei Wochen relativ viele Zendikar-Openings. Wir hatten halt mehrere Booster, ganz klar. Aber eben auch ein Pre-Release-Kit mit einem Gewinnspiel. Da zu der Auflösung kommen wir aber gleich schon. Und dazu kam ja jetzt letzte Woche bzw. diese Woche ein komplettes Display von diesen Set-Boostern, halt die etwas anderen Booster. Was ich davon halte, seht ihr dann hier in dem Video. Ja, ansonsten hatten wir wie immer zwei Deck-Tags. Die beiden Deck-Tags, einmal Death Shadow, also das gute alte, ich hau mir selber ins Gesicht, damit ich dir ins Gesicht hauen kann. Und eben das Mono-Red Prison, vorgestellt von Domme, wo es halt eher darum geht, den Gegner aus dem Spiel zu loggen. Worauf ich diesen Monat besonders stolz bin, ist, ich finde, die Gameplay-Videos sind alle relativ gut gelungen. Das erste mit Elfen gegen Burn ist halt so sehr einseitig, aber das hat man halt auch erwartet, wenn man das Video anklickt. Ich habe aber diesen Monat echt eine gute Mischung aus Aggro, Control, Midrange, New Stuff, Old Stuff, finde ich, hingekriegt. Und ich kann damit ganz gut zeigen, was Legacy aktuell alles ausmacht. Ja, sonst hatten wir noch ein Pre-Release-Kit, ein älteres Pre-Release-Kit, nicht von Zendikar, sondern von was anderem. Dazu hatten wir noch ein From the Vault. Ich glaube Transform, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall ein From the Vault, was ich persönlich sehr, sehr hart gefeiert habe. Ja, wir hatten den Reservedlist Talk, also dieses Blacky erklärt, Blacky zeigt, wollte ich euch ja immer mal wieder machen. Blacky zeigt das eher so die Review-Reihe von mir und Blacky erklärt das eher so die Laber-Reihe von mir. Und da war eben das Video über die Reservedlist bzw. meine Einstellung zur Reservedlist. Dazu kommt dann das nächste Video. Ich bereite aktuell natürlich die Gameplays vor. Ich habe mein Handy nicht ausgemacht. Ich bereite die Gameplays vor, ich bereite die Pre-Release-Kits vor, ich bereite die Openings vor, aber ich bereite eben auch einen Blacky erklärt vor, gerade für das Financing mit der Reserved List. Mal gucken, wie das ankommt, aber ich bin da eben guter Dinge. Ja, was haben wir aktuell sonst noch? Ich komme aktuell fast gar nicht zum Spielen. Ich habe aktuell fast gar keine Zeit. Deswegen ist das mit den Gameplays aktuell so ein bisschen schwieriger, was zu machen, weil aktuell niemand irgendwie Zeit hat, mal entweder was aufzunehmen oder eben auch die Dinger zu kommentieren. Das ist viel, viel schwieriger, Leute zu finden, die mit mir das kommentieren, die auch dauerhaft schon auf einem Niveau kommentieren, wo ich sage, ja, kann ich dauerhaft mitnehmen. Ich habe jetzt ja immer wieder so ein paar andere Leute dabei. Ich bin auch ganz froh, dass ich mal wieder neue Leute dabei habe, die halt hin und wieder mal mit mir kommentieren. Aber grundsätzlich war das Team ganz gut eingespielt. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich ein neues finde. Ja, ansonsten, was gibt es sonst Aktuelles? Zendikar ist da. Zendikar hat mich super hart überrascht, weil das Set sieht super schwach aus, super weak. Aber es sind immer mehr Karten, die jetzt so langsam aufploppen, die im Legacy aufploppen. Sei es der Roiling Vortex, sei es der Omnath in einem Maverick Shell, die ich jetzt gesehen habe. Das ging gar nicht. Oder eben Feed the Swarm, was einfach ein Mono-Black-Verzauberungsremoval ist. Der Value von den Karten ist aktuell noch nicht wirklich hoch. Der Omnath ist, glaube ich, aktuell ein bisschen explodiert. Aber der fällt ja jetzt auch wieder aus Gründen. Und ja, mal gucken, was daraus noch wird. Grundsätzlich sage ich, das Set ist immer noch sehr, sehr schwach, meiner Meinung nach, und hätte wesentlich besser laufen können. Aber gut. Ja, ansonsten für die Gameplays, die ich vorbereite, es werden mehr Esper Wild Decks kommen. Das wurde sich unter einem der Videos mal gewünscht, dass ich halt mal so mehr Esper Wild Videos zeige, weil ich davon tatsächlich gar nicht so viel auf dem Channel habe. Und deswegen habe ich mal zwei diese Monat rausgesucht, die ich wahrscheinlich dann hochladen werde, beziehungsweise erstmal produzieren muss. So viel zum Aktuellen. Kommen wir einmal zum Gewinnspiel. Das ist ja das, was ihr euch am meisten interessiert. Wir fangen an mit dem Gewinnspiel für das monatliche Giveaway im Endeffekt. Das haben wir jetzt einmal hier und hier die Hüllen. Also das waren jetzt gerade das Booster, das war jetzt gerade das Booster, das hier sind die Hüllen. Und dann haben wir ja noch das Pre-Release Pack, diese Kooperation, die ich gemacht habe mit MTG, mit Patrick. Dazu wird das Ganze jetzt ein bisschen anders ablaufen, weil es eben ja zwei Videos sind, unter denen jetzt zwei Sachen. Ich werde zwei Leute haben, die halt gegeneinander aufgehen. Das sind diese beiden und einer von den beiden wird jetzt durch Zufallsverfahren ausgelost. Und zwar ist das... Herzlichen Glückwunsch dazu! So, hier einmal ein ganz kurzer Einschub, weil ich es vergessen habe. Die Gewinner, bitte meldet euch bei mir. Auf dem Kanal ist eine E-Mail-Adresse. Hinten irgendwo bei Info und dann bei E-Mail. Meldet euch darüber und wir gucken, dass ich das Zeug zu euch bekomme.
Ich hoffe mal, ich kann das mit anderen YouTubern noch ein bisschen mehr machen und auch mit Patrick noch ein bisschen mehr diese Kollaboration machen. Da habe ich auch noch ein Video in der Mache. Dann kommen wir zu der Zukunft eben. Abgesehen davon, dass ich halt versuche, jetzt demnächst mal wieder etwas mehr mit anderen YouTubern zu machen, euch andere YouTuber vorzustellen und darüber wirklich ein Video zu machen, habe ich noch eine ganze andere Videoreihe vor, die echt viel Arbeit produziert und echt anstrengend ist und nicht gerade wenig Arbeit in Kauf nimmt und auch Vorbereitung. Ich hoffe, dass ich die Anfang nächsten Jahres raushauen kann. Ansonsten, wie ich ja schon gesagt habe, ich mache jetzt gleich sogar noch, das kommt dann halt erst in 2 Wochen hoch, den Talk über Reserved List, wie man mit Reserved List Geld verdient, Fast Money, Slow Money und so weiter und so fort. Ich hoffe mal, ich kann das jetzt öfter mal machen, dass ich wirklich einfach so einmal im Monat, so am besten so in der Mitte des Monats mal gerade so ein Blackie erklärt mache und dafür müsst ihr mir natürlich weitere Themen geben, die euch interessieren, wo euch meine Meinung interessieren, wo ich euch vielleicht helfen kann, wo es einfach interessant für euch ist, was zu hören oder zu sehen. Ja, die beiden Decktags für den nächsten Monat stehen tatsächlich auch schon. Da habe ich ein bisschen vorgearbeitet, ist ziemlich gut. Sind tatsächlich diesmal 2 Combo-Decks. Ich muss mal gucken, dass ich das mit den Gameplays ein bisschen ausbalanciere, indem ich da mehr Aggro, Midrange und Control reinballere, wenn ich schon 2 Decktags zu 2 Combo-Decks mache. Außerdem habe ich mich jetzt dazu entschlossen, im Dezember, also da, wo Weihnachten ist, ihr wisst schon, Januar, Februar, Lockdown, Dezember. Dort ein No-Legacy-Dezember zu machen. Bedeutet, im Dezember werdet ihr keinerlei Legacy-Content auf diesem Kanal sehen. Ich habe Commander-Material, ich habe Modern-Material. Ich gucke, dass ich an Standard- und Pioneer-Material noch rankomme, aber da bin ich mir nicht ganz so sicher, ob ich das schaffe. Vielleicht Arena, ich hoffe nicht, weil ich mag Arena einfach nicht, aber Arena ist so mein letzter Hint. Ebenfalls sind die Openings, sind wesentlich mehr Openings dabei im Dezember, gerade auch von sehr viel altem Stuff, was aber irgendwo doch noch Modern ist. Oder so. Plus halt noch eine Menge an Decktags, die dann wirklich ein gepackter Dezember ist, wo wirklich ganz, ganz viel Material reinkommt und ganz viele Videos kommen, aber eben No Legacy. So, kommen wir zum diesmonatigen Gewinnspiel. Da haben vielleicht auch ein paar Leute drauf gewartet. Diesen Monat werden verlost einmal ein Promo-Pack M21 und ein Premium-Pack M21. Die sind gar nicht mal so günstig. Dementsprechend hoffe ich, dass da relativ viele mitmachen und dass auch wirklich eine Menge Leute wahrnehmen, dass es eben diese Chance gibt, diese Karten auch zu gewinnen bzw. eben die Booster zu gewinnen. Ihr habt sicherlich gemerkt, ich habe mittlerweile aufgehört, die Booster aufzumachen und vorzuzeigen. Ich finde es einfach jetzt mittlerweile spannender, wenn die Leute ihr Booster bekommen und nicht wissen, was drin ist, weil viele Leute sehen dann, oh, da ist nur Crap drin, dann melde ich mich gar nicht, dann bekomme ich das Booster nicht. Ich habe, glaube ich, immer noch, das werde ich ab dem Moment, wo dieses Video raus ist, wird das vorbei sein. Dann hat der Typ sich nicht gemeldet, dann kriegt er seinen Booster nicht. Immer noch von einem Gewinnspiel einen Booster da liegen gehabt, wo sich einfach niemand für gemeldet hat, weil es niemand haben wollte, weil es auch einfach nicht so gut war wahrscheinlich. Das möchte ich halt jetzt ein bisschen reduzieren mit. Deshalb gibt es halt eben diese Booster einzeln und nicht mehr als geöffnetes Produkt dann eben im Moment. Ist für manche auch vielleicht interessanter. Ja, was müsst ihr dieses Mal machen, um an dem Gewinnspiel für diesen Monat teilzunehmen? Es ist ziemlich einfach. Und zwar geht es um Zendikar, es geht um die Neuerungen, es geht um das, was Montag so passiert ist. Und ich möchte von euch wissen, was gefällt euch an Zendikar oder was gefällt euch an Zendikar eben nicht? Mögt ihr das Powerlevel nicht, weil es zu schwach ist? Mögt ihr es gerade, dass es eine Menge Landfall gibt, weil es eure Lieblingsmechanik ist? Mögt ihr Rogues? Oder findet ihr einfach Omnite cool und seid aktuell so ein bisschen traurig? Genau, wenn ihr dann noch das Video liked und Abonnent seid, seid ihr mit im Gewinnspiel dabei und dann könnt ihr eins dieser beiden Booster gewinnen und das schicke ich euch dann zu. Gut, das war's für diesen Monat. Ich hoffe, ihr hattet Spaß diesen Monat. Ich hoffe, der nächste Monat wird großartig für euch und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksade. Ciao, ciao.